Moin Leute, herzlich willkommen. Wir gehen wieder rein in War Tales. Ich bin mal einfach ein bisschen gelaufen. Na, nach dem letzten Video bin ich einmal zurück in die Stadt gegangen. Da eben kurz unsere Aufgaben abgegeben. Und hatte das Glück, dass wir dort hier die Medizin kaufen konnten, das Pestheilmittel. Das heißt, die zwei Leute von uns, die von der Pest infiziert waren, konnte ich auf jeden Fall schon mal direkt wieder heilen. Das ist schon mal sehr gut. Das Thema haben wir damit dann auf jeden Fall auch schon mal wieder weg. Wieso wird der hier leer? Achso, weil er es da nicht reinbetieren kann. Okay. Und habe mich da halt so ein bisschen hin und her geschlichen. Ja, ein paar Sachen eingesammelt. Ich habe in der Schmiede noch mal ein paar Sachen geschmiedet. Einfach Klamotten, damit wir ein bisschen Level kriegen hier auf dem Weg hier hin. Ja, also wir sind jetzt weiter unten auf der Karte. Ich war nochmal hier im Bergwerk drin. Da haben wir gerade auch noch mal ein bisschen Eisenerz gekriegt. Das war ganz gut. Dadurch konnten wir jetzt auch Kochtopf Level 2 machen. Fürs Lager. Das ist echt gut. Wir haben irgendwie nochmal Saphir gekriegt. Das ist halt verkäuflicher Gegenstand, das ist auch gut. Ich habe die Salzvorräte wieder aufgefüllt, die Weizenvorräte, habe das Ganze gerade beim Lagern auch schon mal wieder alles verarbeitet. Also wir sind eigentlich good to go, würde ich sagen. Und ich bin jetzt hier unten angekommen bei der Zuflucht. Damit wir dann dementsprechend auch irgendwie dieses Ticket kriegen, dass wir dann irgendwie rüber in die andere schichten können. Ich weiß aber noch nicht, wie das dann läuft, ob wir dann nur einen Grenzübergang nutzen können, aber ich denke mal, dass wir dann vielleicht hier in der Hauptstory noch was kriegen, ne? Also, wie gesagt, wir schauen mal. Anscheinend werden die hier angegriffen. Das heißt, wir gehen da erstmal hin und gucken mal, was bei der Zuflucht so passiert, ne? Weil eigentlich hatten wir die ja hier, glaube ich, mal irgendwann sogar beschützt. Boah, hier kommt sogar jetzt noch ein Schneesturm. Ich weiß gar nicht, hat das irgendwelche Auswirkungen? Ja, wir sind auf jeden Fall deutlich langsamer, ne? Okay. Im Hintergrund kämpfen die und sie steht da. Endlich. Die Jungs sagten schon, die würden nicht kommen, aber ich wusste, ihr haltet Wort. Los gehen wir und vertreiben diese Eindringlinge. Okay. Stufe 5. Wir haben drei Verbündete und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Okay, das sollte ja dicke machbar sein, ne? Ich glaube auch berufstechnisch, was ist denn das? Ich glaube, berufstechnisch fehlt uns jetzt nur noch irgendwie so ein Gelehrter, ne? Also wir müssten irgendwie nochmal irgendwie einen kriegen, den wir zum Gelehrten machen können. Aber ich weiß halt nicht, wo wir das mit dem Gelehrten hinkriegen. Gut, aber wir gucken erstmal. Die sind ja schon teilweise richtig low hier. Und wenig HP haben sie auch. Hahaha. Okay, als erstes ist wieder irgendeiner dran, den wir nicht sehen können. Wo ist denn hier? Da ist Nebel, okay. Irgendwie sind wir auch alle echt doof verteilt, ne? Erhöht den Schaden der kämpfenden Einheit zugefügt um 30%. Die Einheiten werden zu Prioritätszielen. Okay. Bewegung 40% erhöht. Okay, also wir haben auf jeden Fall gute Bonis. Die haben aber auch gute Bonis, okay. Also den sehen wir nicht. Der Bogenschütze ist dann als nächstes dran. Dann erstmal lange nix, ne? Na gut, okay. Also der hier wäre ja eigentlich easy peasy sofort tot, ne? So, jetzt könnte hier noch irgendwie einer drin sein. Hier unten, aber wie groß ist denn die Karte, ey? Okay, also ich glaube, hier in der Ecke bräuchten wir gar nicht so viele, ne? Ich glaube, hier reicht es, wenn wir unseren Tank haben. Wie gesagt, hier unten könnte noch was sein. Der gehört ja auch noch zu uns. Boah, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde die so verteilen, ne? Und dann fangen wir mit ihm hier am besten an.
nehmen uns einmal den Speer. Machen den einfach platt. Und stellen wir uns vor den hier. Na, das hier erhöht ja keinen Crit, ne? Ne. So, Reichweite ist nächster Angriff. So, und dann je nachdem, was hier nachher rauskommt aus dem Nebel, machen wir das so. Natürlich geil, wenn er den irgendwie stoßen könnte. Tut er natürlich nicht. Er bindet den im Kampf. Das gefällt mir nicht. Das wird jetzt eine Giftwolke, okay. Okay, Moment. Als nächstes wieder einer dran, den wir nicht sehen. Dann kommt der. Dann kommt der. Okay, das sind auf jeden Fall erstmal alles die, die ja, sag ich mal, recht schnell platt sind, ne? Wird auf jeden Fall einmal so auf den schießen. Würde ich den, glaube ich, hier vorstellen. Und aimen wir die beiden ab, wenn die moven wollen. Wir geben mal allen Riposte, mal gucken, was das bringt. Schwächen wir den mal. Nicht sauber. Und dann gucken wir mal. Was ist das denn? Okay. Ah, ist nicht so geil, ne? Machen wir lieber so. Die Frage ist halt, wie viele sind hier gleich noch drin, ne? Okay, er will's wissen. Ach, Moment, da sind zwei. Dann nehmen wir doch direkt beide mit, ne? Wenn da zwei sind. Sehr gut. Er vergiftet seinen eigenen. Okay, die laufen alle da weg. Haben wir jetzt eigentlich dann alle aufgedeckt? Was sind denn das? 1, 2, 3, 4. Aber der fünfte fehlt noch, ne? Okay, als nächstes der wieder dran. Wer kann denn von uns noch was? Machen wir das so.
Machen wir nochmal taktische Ordnung, weil das gibt uns einfach nochmal einen Hit. Wir hätten vielleicht doch eher das aus dem Kampf zurückziehen machen sollen, aber egal. Egal. Aber hoffentlich attackieren die uns nicht. Nice. Okay, das ist der Einzige, der noch was kann. Ja, natürlich den, der hier im Kampf schon verwickelt ist. Kriegt er ein dickes umzingelt. Und nochmal Zorn. Fertig. Und dann laufen wir hier nochmal von hinten an den ran, dass wir auf jeden Fall wieder einen Punkt kriegen. Er macht das auch clever mit dem Umzingelt, aber kriegt nochmal Giftschaden. Ich will den aber nicht in Kampf verwickeln. Das ist gerade alles nicht geil, weil egal wo ich mit dem hinlaufe, kriege ich Giftschaden, ne? Das sind immer noch vier. Aber würde ich den da treffen? Ist ja eigentlich egal, er ist ein Verbündeter, ne? Aber. Also die sind komplett immun gegen Gift. Ne, sind sie nicht. Aber der macht halt die Wirbelattacke. Die Wirbelattacke ist halt nicht geil. Er ist auch nicht im Kampf verwickelt. Könnten ihn hier mit in den Kampf verwickeln. Hauen wir den einfach weg. Und der macht den weg. Das ist hier der Anführer, der darf, glaube ich, nicht sterben, ne? Das hier bringt ja alles nichts. Die zählt auch als Verbündete, würde ich behaupten, oder? Aber es sind noch zwei. Irgendwie haben wir einen von den Gegnern noch gar nicht gesehen, oder meine ich das nur? Sauber, er klatscht den weg. Jetzt halt die Frage, wo ist der Letzte, ne? Okay, er ist anscheinend nicht hier unten. Okay, er ist anscheinend auch nicht da. Da ist er. Dann komme ich aber nicht ran, schade. Aber er kommt daran. Na ja, gut, dann haben wir ihn gefunden. Taktische Ordnung. Brauchen wir nicht. Da schieß mir nicht in den Rücken, Junge. Danke. Wobei das nicht so gut war, weil ich hatte ihn ja wenigstens im Kampf verwickelt, aber okay.
Mal einmal so. So. Und so, ne? Bams. Okay. Und dann haben wir hier der Gouverneurin oder was das war, geholfen, wa? Wir plündern, wir reparieren. Die Rohmaterialien werden so schnell aufgebraucht. Ne? Ich hätte vielleicht doch den Kram mal nehmen sollen, dass wir die irgendwie unsere Sachen verwerten können gegen Rohmaterialien. Ich glaube, das macht über lange Zeit noch Sinn. Irgendwelche letzten Worte, ihr Rohling? Warum nur? Warum lasst ihr uns nicht in Frieden? Euch in Frieden lassen? Warum sollten wir das? Ihr habt unsere Höfe zerstört, unsere Dörfer geplündert, unser Getreide gestohlen, edoranische Soldaten angeschleppt. Ihr habt uns nicht als, nichts als Probleme bereitet. Wir hatten keine andere Wahl. Ihr habt euch geweigert, uns eure Türen zu öffnen und uns aufzunehmen. Und als es wirklich, und als wir endlich mit dem Wiederaufbau der Zuflucht begonnen hatten, habt ihr sie gleich wieder in Schutt und Asche gelegt. Was? Diese Ruine, das reicht. Ihr überlebt den Winter niemals, wenn ihr hier bleibt. Für eure Unverschämtheit und den Ärger, den ihr bei ihr gemacht habt, verurteile ich euch hiermit zu Tode am Galgen. Und was diese Flüchtlinge angeht, entweder verlassen sie Tiltren oder sie ereilt das gleiche Schicksal wie euch. Ah, Söldner. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich euch, da fehlt ein Leerzeichen, ich euch für eure Hilfe bin. Dank euch werden die Einheimischen heute Nacht ruhig schlafen können. Okay, also Tod am Galgen ist schon hart, ne? Stattet bei Gelegenheit dem wahren Stromkap einen Besuch ab. Wir werden unsere Retter mit offenen Armen empfangen. Bitte nehmt dieses Geschenk unserer Handwerker und Händler als Dank für eure unschätzbare Hilfe. Okay, aber dem wahren Stromkap? Was ist denn das wahre Stromkap? Okay, wir haben die Geschichte von Till schon abgeschlossen. Das ist schon mal sehr gut. Aber was soll denn das wahre Stromkap sein? Das ist doch Stromkap. Aber wir haben da auch irgendwie noch immer keine Gefangenen übergeben, ne? Also wir müssten mal versuchen, irgendwie jemanden festzunehmen von den Banditen. Na, ich habe hier oben hab ich auch schon irgendwie eine Quest angenommen, da sollen wir irgendwie eine Nachricht überbringen. Das heißt, wir können dann den Grenzübergang von Gosenberg benutzen. Hier hatten wir doch auch schon aufgedeckt, oder? Bin ich da echt nicht weitergegangen? Frage ist halt, was hier noch kommt. Und hier ist nach Edoran. Also ich habe keine Ahnung, wo man storytechnisch weitergeht. Wir können auf jeden Fall hier gleich nochmal ein bisschen erkunden und gucken. Das würde ich, glaube ich, noch nicht machen. Weil wir haben jetzt nur eine Medizin. Ich glaube, das würde ich, glaube ich, erst machen, weil das schon durchschnittlich ist, wenn wir mehr Medizin haben. Weil Fieber etc. hin und her von den Dingern ist schon. Moment, ich will noch mal kurz in der Zuflucht gucken. Konnten wir hier jetzt noch irgendwas mitnehmen? Ne, geplündert hatten wir hier damals schon mal alles, ne? Na, naja, alles klar. Also, aber damit könnt ihr die Grenze kostenlos überqueren. Ach so, und sonst kostet uns die Grenzüberquerung anscheinend immer irgendwas, ja? Da sind doch welche, die wir festnehmen können, oder? Okay, der Bombenleger kann nicht gefangen genommen werden. Den Rest können wir. Okay, das heißt, der muss im Kampf verwickelt sein und dann können wir den gefangen nehmen, wenn ich das richtig habe. Das probieren wir auf jeden Fall auch nochmal aus. Ich würde gerne da irgendwie im komischen Strafhaus auch nochmal was geben, aber es sind 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Rest wird sich da drin verstecken, wa? Beziehungsweise da oben. Der ist dran. Dann ist einer dran, den wir nicht sehen. Und dann ist der dran. Okay. Gut, das heißt, theoretisch. 1, 2, 3, 4. Wir können alle darüber stellen. Das würde mir, glaube ich, sogar persönlich besser gefallen. Wenn wir erstmal alle mit hier rüber nehmen. Dann stellen wir uns eben hier unsere Frontline hin.
Und dann so, ne? Ich würde aber die beiden, glaube ich, nochmal tauschen. Okay, ich muss mir unbedingt angewöhnen, vor den Kämpfen zu rasten, ne? Aber wenn du jedes Mal vor dem Kampf rastest, ist das doch auch heftig, oder? Wie kann man sonst noch die Fertigkeitspunkte gewinnen? Weil das finde ich ein bisschen komisch, dass wir da nie mit Tapferkeitspunkten starten können, ne? Jetzt nur ein Schritt zu weit weg von dem Speer. Bam. Und bam. Okay, wir brennen. Moment, wir machen einmal. Ja, taktische Ordnung bringt nicht so viel, ne? Wenn wir aber einen Schritt hier rüber gehen, kriegen wir beide mit in die taktische Ordnung, ne? Okay, der Bombenleger war der, den wir sowieso nicht festnehmen können. Aber wir können da schön kritischen. Und ich bleibe jetzt an den dran stehen, damit die auch brennen. Fertig aus. Ja, ich sehe sie nicht mal. Also auch wenn der angreift, sehe ich ihn nicht. Was ist das denn für ein Kack? Oh wow, er wird einen kriegen. Okay, der kriegt jedes Mal, wenn er wirklich mehrere trifft mit dem Angriff, ne? Das wird aber, glaube ich, da nicht reichen, um beide zu treffen, oder? Aber hier könnte das reichen. Okay, die bluten. Und jetzt können wir da nochmal durchstürmen. Und den hier würde ich in den Kampf verwickeln. Okay. So, er hat auf jeden Fall jetzt auch gut Punkte. Der da hinten ist als nächstes dran. Glaube, ich würde mal was ausprobieren. Ich glaube, ich würde das so machen. Schade, okay, da ist er nicht mehr mit drin. Er wird wahrscheinlich gleich eh rauslaufen, aber wir gucken mal, ob vielleicht noch ein anderer dahin läuft, der dann im Range steht. Aber natürlich sind die alle clever genug, das nicht zu machen. Bin ich sicher, ob das reicht? Natürlich treffe ich den da unten nicht, aber provozieren können wir halt keinen. Ja, wir brennen alle. Nicht mehr in Kampf verwickelt, okay.
glaube, ich würde sogar dann tatsächlich jetzt erst mit denen hier vorgehen. Also, da dürfte ich hoffentlich nicht mehr in dem Bereich drin stehen, ne? Okay. Und dort hat sich ja gelohnt, wa? Ist der da hinten als nächstes dran? Das ist alles gerade nicht so mega gut. Es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, aber gut, wir lassen einfach alles brennen, ne? Ah, das gefällt mir ganz gut. Und dann können wir nämlich jetzt auch hier hinlaufen. Und sollten hier auch easy treffen, ne? Also hier irgendwo muss ja auch noch ein Bogenschütze stehen. Okay, wir gehen alle auf Anvisieren. Ich treffe meinen aber nicht, oder? Sehr nice. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass ich meinen treffe, aber das scheint ja in Anführungszeichen ein safer Angriff zu sein, ne? Ah, wir können ja mit unseren Leuten auf jeden Fall noch laufen. Das dauert ja wieder eine Runde, wenn ich jetzt direkt am Anfang mit ihnen gekämpft habe. Alle Leute brennen. Oh, alter Schwede, das war eine Combo. Wo ist der Bogenschütze? Kann doch nicht, oder? Okay, wieso hat er jetzt eingekriegt wegen Ruhmreich? Der kann doch nicht am Gegner gestanden haben, oder? Ruhmreich. Oder Ruhmreich war, glaube ich, so random, ne? Okay, der ist nicht mehr dran. Er könnte noch mal was machen. Der ist auf jeden Fall vorher noch mal dran, ne? Was ist denn das, wenn wir das so machen? Beziehungsweise wir müssen ja auch noch gucken, dass wir einen festnehmen, ne? Mit wie viel Mann musste ich den denn dann umzingeln? Der muss im Kampf verwickelt sein und ich muss ihn umzingeln, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ist er.
im Kampf verwickelt. Achso, halt einen Verbündeten. Ach stimmt, ich kann ja mit Erste Hilfe auch auch den Kram hier. Ich muss jetzt aufpassen, der verbrennt mir sonst, ne? Und ja, so oder so ins Leere, ne? Nein, wir wollen da unten den noch gerne festnehmen, wenn das geht. Okay, er ist der Einzige, der noch mal dran ist. Na, guck mal, die Schneelilie macht das auch. Okay, der ist jetzt umzingelt, ne? Aber warum kann ich ihn nicht festnehmen? Okay. Warum kann ich ihn nicht festnehmen? Weil er jetzt nicht im Kampf verwickelt ist, oder was? So, okay. Ich bräuchte jetzt irgendwie einen, genau, der den hier. Provozieren kann, was jetzt nicht mehr geht. Oh, ich hasse es. Boah, bitte verbrennt er jetzt nicht. Okay, er hat noch zwei. Ah, wie kriege ich den denn jetzt? Kriege den halt nicht mehr in Kampf verwickelt, ne? Okay. Okay, also Leute festzunehmen, verstehe ich noch nicht so ganz. Ich muss sie umzingeln und die müssen, glaube ich, in Kampf verwickelt sein, aber ich habe es nicht hingekriegt, ne? Ihr habt nicht hingekriegt. Kunstvoller Tapper des Gesetzlosen. Eine leichte Rüstung, okay. Reichweite plus 1, okay. Aber Reichweite bringt ja wahrscheinlich nur
Okay, hier würde er doch mal eine Rüstung kriegen. Das ist identisch. Ansporn, der Ruf, diese Einheit und das benachbarte verbündete Ziel erhalten eine Runde lang Inspiration, Bewegung verdoppelt. Auch gut. Würde ich sogar tauschen. Und ich glaube, ich würde. Ah, es ist Rüstung minus 2, ne? Weil die Sachen sind manchmal nur marginal, ne? Die plus 7 Rüstung wären halt schon geil, ne? Guck mal, das gibt sogar noch mal plus 3. Aber das ist eine popelige Jacke. Ne, ich glaube, dass das so schon ganz gut ist, ne? Okay. Also da die nächste Mission da ist, würde ich fast sagen, dass wir nach oben rausgehen. Aber wie gesagt, ich würde ganz gerne noch mal hier unten kurz gucken, was hier unten noch so zu holen ist. Ob wir da noch irgendwas Interessantes finden. Ja, aufheben bitte. Okay. Beziehungsweise ob wir hier überhaupt irgendwie groß durchkommen. Ne? Schneesturm hört auf, das ist gut. Okay, also hier wäre nochmal das Ratten. Pestloch, aber wie gesagt, da will ich noch nicht rein. Hallo? Wer hängt da? Da würde ich jetzt erstmal nochmal dran vorbeigehen, weil wie gesagt, beim letzten Mal die Rattenpest fand ich schon recht hart und da das hier Durchschnitt ist, gucken wir erstmal, was hier noch so kommt. So, wir haben mal wieder einen Wissenspunkt gekriegt, ne? Maximale Tapferkeitspunkte erhöht. Das sind Reparaturmaterialien und Dorfschmiede. Okay, aber wo war das denn nochmal hier? Irgendwo konnte ich das doch mit dem Verwerten erlernen. Genau, das musste hier, ne? Werkstatt. Ihr könnt Waffen, Rüstungsteile und Zubehör mit geringem Wert zerlegen, um bis zu einer Ressource zu erhalten. Okay, das machen wir nämlich dann einmal und schauen mal. Können wir hier auch am besten eben rasten. Und schauen mal, was die Werkstatt Level 2 kostet. Eine Menge Holz, Eisenerz und Leder. Okay. Machen wir hier nochmal zwei robuste Angelhaken. Ein Seil können wir noch herstellen, Dietriche haben wir noch, Kletterhaken haben wir noch, Angelhaken haben wir noch. Gut, dann belassen wir das erstmal dabei. Können nochmal zwei Brote kochen, backen. Kochtopf, ne? Also kochen wir die.
Okay. Ja, müssen wir Zufriedenheit wieder hochkriegen. Irgendwie bei der letzten Rast habe ich die nicht so hochgekriegt, wie ich sie gerne hochgekriegt hätte. Komm, wir hauen noch die zwei Ratten hier mit rein. Sind die auch weg? Und dann sollten wir jetzt hoffentlich wieder auf Zufriedenheit 15 sein. Nein, nur auf 11. Okay. So, jetzt laufen wir zwar hier wieder in eine Richtung. Ich hätte zwar ganz gerne erstmal hier unten geguckt, aber hier haben wir anscheinend auch noch nicht. Okay. Nochmal Eisenerz. Eisenerz ist gut. Kommen wir denn da hin? Kommt man da hin? Kommt man da nicht hin? Da hoch, ne? Okay, wir gehen mal nochmal hier hoch und gucken erstmal, was uns hier oben noch so erwartet. Ah, müssen nochmal Sold bezahlen. Okay, da waren wir auch noch nicht. Das stimmt, für Holz hätten wir hier im. Im Gebirge. Im Gebirge, sag ich schon, im. Okay, was sind denn das da für Leute? Hätten wir im Wald rasten müssen, ne? Wobei gibt ja dann auch kein Holz, sondern. Okay. Jetzt sind da drei Bären. Ja, untersuch mal hier bitte. Mein Gott. Also manchmal. Ach, ich muss auf die Kiste da klicken. Taschenmesser, kritischer Schaden plus 15. Was ist denn das Gürtelzubehör? Er ist der Einzige, der noch kein Gürtelzubehör hat, oder was? Ja, auch noch nicht. Wer kriegt das? Okay, was ist das? Was ist das da für ein Plateau? Waren wir auf dem Plateau schon? Ja, ne? Muss ja irgendwie. Aber hier ist halt trotzdem irgendwie noch. Okay, Geheimnisse der Weisheit. Renndauer ist verringert. Das Ausrotten eines Rattenpests gewährt zusätzlich 50 Einfluss. Kosten von Gegenständen der Gilde der Fährtenleser. Kosten zur Aufwertung einer legendären Waffe 50% verringert. Verdoppelt das über das Lesepult gewonnene Wissen. Fackeln halten länger und beleuchten im Kampf einen größeren Bereich. Was ist denn das Lesepult? Machen wir mal das. Ich weiß halt noch nicht, was das Lesepult ist, ne? Okay, ich will wissen, was das für Leute sind. Wir sind gerade komplett ausgeruht. Also, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Gegen die Bären wird sich das jetzt nicht lohnen zu verballern.
Ja, könntest du bitte da runter gehen, danke. Ach, das ist hier die Stelle, okay. Und da vorne gibt es irgendwie einen Durchgang, den wir noch nicht hatten. Was seid ihr für Leute? Alazar hat uns entsandt, um den nördlichen Wald von der Rattenplage zu befreien. Pestheilmittel. Klebeöl. Allerdings suchen wir auch nach einem infizierten Mann, den Stromkorb ausgestoßen haben soll. Ja, den haben wir schon umgebracht. Okay, krass, hätten wir den mitgenommen, hätten wir den jetzt übergeben können, oder? Okay. Cool. Aber trotzdem, wie kommt man denn in den Bereich? Da gibt es ja garantiert dann auch noch irgendwas Cooles, oder? In dem Bereich. Aber wie gesagt, wie soll man da hinkommen? Okay, jetzt bin ich blind in die Bären reingerannt. Okay. Da sind drei Stück. Ich bin auf jeden Fall dreimal vorher dran. Irgendwas zum Werfen haben wir nicht in der Nähe. Naja, haben wir nicht. Okay. Das heißt, aber wir kriegen auf jeden Fall nicht alle da in die Ecke. Machen wir auf jeden Fall so. Und so, ne? Und dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall am Anfang mit den Bogenschützen los. Müssen wir nur gucken, dass wir die alle hier oben hinziehen, ne? Er ist als erstes dran. Machen wir auf jeden Fall so. Und sauber. Dann machen wir das so. Okay, er kann durchchargen. Mal einmal so. Ja, macht das Sinn, den da oben zu verwickeln? Ja, ne? Ich glaube schon. Aber kann ich irgendwie geschickter laufen? Nee, kann ich nicht, ne? Na, geht ja nur darum, dass der hier unten gleich auch laufen muss. Wobei, wenn ich Pech habe, läuft der gleich wirklich komplett außen rum, ne? Aber egal. Wir schauen mal. Okay, Riposte kann ich besser nachher. Guck mal, jetzt kann ich das wieder, ne?
Diese Einheiten. Achso, ach nee, das war gar nicht mit. Das war was anderes, ne? Macht das halt Sinn? Ich kann dann halt das nicht mehr benutzen, ne? Ja, da unten ist als nächstes dran, okay. Das hier, ein bisschen Gesundheit, okay. Okay, wieso konnte er gerade eben? Konnte ich nicht gerade eben mit ihm Riposte machen? Bin ich sicher. Wir schwächen ihn noch mal. Und machen das noch mal. Ja, es war klar, dass der wirklich komplett außenrum rennt, ne? Mist. Okay, damit kriegen wir den zweiten, den wir brauchen. Kriegt der hier auch einmal Blutung? Und dann machen wir das so. Ja? Okay. Weiß halt nicht, ob ich meinen mittreffen würde. Ah, ich würde meinen mittreffen. Wenn ich einen Schritt nur nach vorne gehe, treffe ich wahrscheinlich den anderen, ne? Ja, treffe ich alle vier. Okay. Dann nehmen wir nur den einen hier. Okay, alles easy. Dann säbeln wir da einmal durch. Und laden einfach nochmal auf, ne? So, ich treffe keinen von meinen, das ist gut. Ist halt noch im Kampf verwickelt, aber ich könnte jetzt theoretisch da durchchargen, ne? Den könnte ich töten. Der ist auch als nächstes dran. Würde ich sagen, machen wir das. Ah ne, er ist noch nicht endgültig tot, okay. Aber damit der mir hier nicht abhaut, machen wir das nochmal so. Verblutet. Nein, wir wollen das ganze Bärenfleisch haben. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Machen wir das nochmal so. Mehr können wir nicht machen. Wir müssten aber von jeder Seite so treffen, dass wir uns nicht gegenseitig treffen. Und let's go.
Jetzt schwächen wir den hier auch nochmal weg. Okay, das war jetzt nicht von hinten, ne? Ach ne, das ist auch nur Todesstoß, okay. Aber ich will aber mit dem jetzt hier sicherheitshalber irgendwie doch rauslaufen. Falls wir doch gleich noch irgendwie darauf angewiesen sind, Lucille zu benutzen, dass der da nicht mit drin steht. Okay, der kann auf jeden Fall nichts machen. Dann heben wir das hier auf. Und dann ist der Geschichte. Reparieren können wir nicht alles. Da haben wir wieder ein paar Level gekriegt. Kriegt der Bewegung. Wahnsinn, Schaden gegen Einheit mit 30% Gesundheit oder weniger um 50% erhöht. Der erste Angriff jedes Kampfes ist 100% Extra Schaden. Am Ende ihres Zuges verliert diese Einheit 10% ihrer maximalen Gesundheit, um Wut zu erhalten. Also wir nehmen das hier. Also, der hat auch ein Level gekriegt. Dann kriegt er hier die Verfassung, damit wir die doppelten Punkte kriegen. Schaden gegen Rüstung um 35% erhöht, solange sich mindestens zwei Gegner im Umkreis von 6 Metern um diese Einheit befinden, hat die Einheit Schutz. Schaden kritische Treffer gegen Einheit mit mindestens einem Debuff erhöht. Er ist auch nochmal so ein bisschen tanky. Er kriegt nochmal den Schutz da rein. Und ich würde trotzdem gerne irgendwie die Rüstung separat reparieren, ne? Das verstehe ich halt immer noch nicht, wie das gehen soll. Okay, wir müssten nochmal rasten. Wir haben hier nochmal einen Punkt. Ach ne, keinen Punkt, aber wir können hier das mit dem Rezept erlernen. Klebeöl. Okay, gut. Aber wir sind auch fast bei einer Stunde, Leute. Ich würde das Ganze dann hier auch erstmal, wie gesagt, beenden. Wir haben Tiltrin abgeschlossen. Wenn ihr sehen wollt, wie es in den anderen Bereichen weitergeht, etc. hin und her, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da. Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, erstmal würde ich jetzt hier Feierabend machen. Gucken, dass wir noch was anderes mit ranholen. Spieltechnisch. Weil wie gesagt, viewtechnisch ist das hier im Moment nicht so geil. Mal gucken. Vielleicht auch gerne im Livestream. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben. Aber das Ganze irgendwie gerne im Livestream sehen würdet. Dann machen wir da einfach weiter. Oder wie auch immer, ne? Also gibt halt genug Möglichkeiten. Von daher. Aber wir verbrauchen ja so langsam gut was von unseren Sachen, ne? Oh, 41, 41 ist viel zu viel. Nehmen wir das nochmal wieder mit raus. 31. Und nochmal ein Brot rein. 35. Wir zahlen den Soll und dann gucken wir mal, dass wir da oben auch wieder Zufriedenheit auf 15 kommen, ne? Gut, Leute. Ach shit, wir hätten uns hier unten Buff holen können, ne? Ah komm, wir gucken mal eben schnell, was hat er hier. Manchmal wünschte ich, wir könnten irgendwo Halt machen und uns niederlassen. Wir könnten stationäre Söldner werden, Häuser bauen, Beziehungen knüpfen. Ich bin des Reisens müde. Lasst alles in euch rein, ertragt es. Schweigend. Plaudert unterwegs über eure Abenteuer. Okay. Ja, er ist, glaube ich, der Lehrige ist, glaube ich, sowieso sehr, sehr. Sehr, sehr gut mit den anderen, ne? So, hier gibt es nochmal was. Ah, sehr gut. Na gut, Leute, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.